Psychoaktiv. Rauschkultur und Bewusstseinswandel. Eine Sendung des Psychedelic Salon Leipzig. Hallo Leute und herzlich willkommen bei der Radiosendung des Psychedelic Salon Leipzig. Am Mikrofon am Start für euch sind wieder die Lisa. Hallo zusammen. Und Johannes. Hi. Diesmal entdecken wir das reichhaltige Spektrum veränderter Bewusstseinszustände. Der Clou? Exogene Stoffe, also jene, die man sich von außen zuführt, haben gar nichts damit zu tun. Deswegen heißt diese Sendung Natürliche Bewusstseinsveränderungen. Und das ist erst die erste von zwei Sendungen zum Thema. Wir gehen der Frage nach, was Körper, Geist und Seele ganz aus sich selbst heraus offenbaren können und welche Wege es gibt, die eigene Wahrnehmung zu verändern. Dafür haben wir ordentlich was zusammengekocht und freuen uns über neue Redakteure, die unsere Reihen erweitert haben. Wir servieren Interviews, O-Töne, eigens eingespielte Musik und Beiträge zu Flow-Zustand, Trance durch Musik, Atemtechniken und Bewusstseinsveränderungen in Religion und Mystik. Im ersten Beitrag klären wir gleich, was Bewusstsein eigentlich ist. Davor lassen wir uns aber erstmal in die Gefühlswelt von Oliver Koletzki entführen. Auf der Clubtoilette einer Techno-Party sinniert er über die Gier nach dem nächsten High. Jetzt folgt für euch Oliver Koletzki mit Power of Rausch. Ich schließe mich in einer Kabine ein, setze mich ins kreischende Neonlicht auf den Klodeckel und starre die Tür an. Über die Klinke hat jemand mit Edding geschrieben, dass Corinna S. eine abgefickte Hure ist und auf den Strich geht. Wenn ich doch nur irgendwas für die Nase dabei hätte. Ein bisschen Kokain, ein kleines Näschen von Itchys Schrottspeed würde auch schon reichen. Das Kribbeln in der Nase, der taube Gaumen, der bittere Geschmack, der langsam den Hals runterläuft. Das wäre schön. Oder einfach irgendein Kick, irgendetwas, das irgendetwas mit mir macht. Ein Tequila mit Orange und Zimt, bizarre Love Triangle hören, über Kopfhörer, so laut es geht. Eine schnelle Nummer hier auf dem Klo mit einer der Hot Chicas oder Corinna S. oder sonst wem. Selbst der Gedanke an einen schönen heißen Kaffee mit viel Zucker erfüllt mich mit gierigem Verlangen. Rausch, Rausch, Rausch. Was wäre das Leben ohne Rausch? Was bliebe dann noch, außer der schnöden Realität, dieser lähmenden Seuche, die alles beherrschen und sich überall breit machen will, die sich ständig als einzig legitime Autorität ausspielt, einen überrollt und stranguliert, bis man ist wie alle anderen und einen langen, leisen Erstickungstod stirbt. Vielleicht hat Silvia ja recht und ich leide wirklich an Dopaminmangel. Vielleicht hat Flo recht und ich habe wirklich Bindungsangst. Vielleicht haben Holger und Jolanda recht und mein Ekel vor letzten Schlucken und 5-Euro-Scheinen ist total neurotisch. Und vielleicht hat meine Mutter recht und ich bin wirklich dafür, dagegen zu sein. Und wenn schon, was immer die quacksalbern Diagnosen anzubieten haben, mir soll's recht sein. Gesicht in meine Hände. Und dann passiert etwas mit meinen Augen. Tatsächlich, sie werden feucht. Nicht vom Rauch, nicht vom Licht. Eine salzige Flüssigkeit, ein verschwommener Blick, ein zitternder Ozean unter den Augenlidern. Warum muss ich denn jetzt heulen? Zum ersten Mal seit Jahren. Eine einsame Träne rollt schüchtern mein Gesicht herunter, zögerlich, als müsse sie sich in dieser neuen Umgebung erstmal orientieren. Für eine Sekunde bleibt sie an meinem Kiefer hängen und zerschellt dann auf dem versifften Boden des Klowagens. Wie gut sich das anfühlt. Weinen, auch ein guter Rausch, hatte ich schon fast vergessen. Etwas fühlen, sich suhlen in einem warmen Bad aus Selbstmitleid, hemmungslos und frei. Ist da jemand drin? Es rüttelt an der Klinke, bollert gegen die Tür. Hallo, ist da jemand drin? Da sitzt jemand. Wie es angefangen hat, so schnell ist es auch wieder vorbei. Ich quetsche noch 2 bis 3 Tränen hinterher, dann muss die schöne Traurigkeit wieder dieser unbändigen Wut weichen, diesem irren Biest, das in mir tobt, ein autarkes Wesen mit großem Hunger, unersättlich, nicht zu bändigen. Ich fühle mich auf einmal wahnsinnig bescheuert, heulend in dieser Klowagenkabine mit 2 nervenden Typen vor der Tür.
Mit dem Ärmel meines Hemdes wische ich mein Gesicht trocken, ziehe die Nase hoch wie meine Mutter in ihren schlimmsten Zeiten und spucke den Rotz auf das Geschmiere des Idioten, der ein Problem mit Corinna S. hat. Als ich aus der Kabine trete, ist da nichts Schönes mehr. Nur noch zwei 17-Jährige, die mich doof anstarren und dieses unbändige Verlangen nach mehr, mehr, mehr. The Power of Rausch war das von Oliver Kolecki, der auch ganz ohne Substanzen einen Gefühlsrausch erlebt, ausgelöst durch eine Träne. Gefühle wie Trauer, Gier, Lust, Wut, Freude und so weiter, das sind Teile unseres Bewusstseins. Oder besser gesagt, sie machen uns etwas bewusst. Und zwar, wie es uns in diesem Moment gerade geht. Sie holen uns quasi hier in die Präsenz. Jeder Mensch erlebt das Bewusstsein auf ganz verschiedene Art und Weise. Ein paar Anhaltspunkte, um mit dem Bewusstsein in Kontakt zu treten, liefern uns Sebastian, Alexander und Agnes in ihrem Beitrag. Sie versuchen sich, dem Begriff Bewusstsein anzunähern. Wenn die Pforten der Wahrnehmung gereinigt wären, würde dem Menschen alles so erscheinen, wie es ist. Unendlich. Denn der Mensch hat sich verschlossen, bis er alle Dinge durch die engen Ritzen seiner Höhle sieht. William Blake, 1790. Jeder hat eins, aber eigentlich wissen wir nicht genau, was es ist. Das Bewusstsein. In der Wissenschaft wird es im weitesten Sinne als Erleben geistiger Zustände und Prozesse angesehen. Das heißt, unser Leben wird durch das Bewusstsein überhaupt erst erfahrbar. So essentiell das Bewusstsein hier auf der einen Seite erscheint, so mysteriös und nicht greifbar ist es auf der anderen Seite. Manche sagen, Bewusstsein entsteht und existiert nur im Gehirn, quasi als Nebenprodukt unserer sinnlichen Erfahrungswelt. Andere widersprechen dem und behaupten, wir und unser Erleben seien mehr als nur Kopfkino. Reicht es dann, nur in unser Gehirn zu schauen, um Bewusstsein zu verstehen? Verschiedene Bereiche unseres Körpers sind in ständiger Wechselwirkung und der Mensch im Austausch mit seiner Umwelt. Eine ganzheitliche Betrachtung sollte uns näher an eine Antwort führen, als nur der Blick durch die Wissenschaftsbrille. Und doch gibt es ein allgemeines Verständnis darüber, was bewusstes Erleben kennzeichnet. Wachheit, Aufmerksamkeit für die eigene Umgebung und die inneren Gefühle, Aufnahmefähigkeit, Urteilsfähigkeit, Achtsamkeit sind allesamt Ausdruck unseres Wachzustandes. Um diesen subjektiven Erlebnisgehalt zu umschreiben, wurde schon im 19. Jahrhundert der Begriff Qualia ins Leben gerufen. Das Wort beschreibt, dass ein und dieselbe Situation von zwei unterschiedlichen Menschen völlig anders aufgenommen und verarbeitet werden kann. Dabei ist es unser Bewusstseinszustand, der vor allem bestimmt, wie wir auf eine Situation reagieren. Doch dieser Zustand ist nicht in Stein gemeißelt. Manchmal will der Mensch einfach anders oder auf bestimmte Art drauf sein und versucht, seinen Bewusstseinszustand zu verändern. Dass unser normales Wachbewusstsein, rationales Bewusstsein, wie wir es nennen, nur eine bestimmte Art von Bewusstsein ist, während um es herum, abgeteilt, nur durch eine hauchdünne Scheidewand potenzielle Formen des Bewusstseins liegen, die ganz andersartig sind, wir mögen durchs Leben gehen, ohne ihre Existenz zu ahnen. William James, 1902. Es gibt unzählige Techniken, unser Bewusstsein zu lenken oder auszurichten. Beweggründe dafür gibt es wie immer zahlreich. Denn letztlich schlummert doch in uns allen die leise Ahnung, dass hinter unserer Wahrnehmung mehr ist als die primäre Oberfläche. Und deshalb begeben sich Menschen aller Kulturen auf die Suche danach. Ob nun als Ablenkung im Alltag oder um sich selbst tiefer zu erfahren. Dabei spielen Suche nach Sinn im Leben, Spaß, Ekstase, Erregung und viele andere Gründe eine Rolle. Bis heute gibt es keine eindeutige Definition, was Bewusstsein genau ist und auch nicht dafür, ab wann es als verändert gilt. Deswegen liegt es im eigenen Erleben und Ermessen, Veränderungen herbeizuführen, sie als solche wahrzunehmen und vielleicht im günstigsten Fall auch davon zu profitieren.
Flow, fließen, mühelos sein. Ein Zustand, der sich wie Wasser den umgebenden Umständen wandlungsfähig anpasst. Kennst du das? Wenn alles zu laufen scheint, ohne große Mühe und Anstrengung, wie von selbst und scheinbar Zauberhand? Als wären die richtigen Weichen gestellt und alles im Fluss? Als gäbe es keine Hindernisse? Oder als wären diese auf einmal klein und unbedeutend? Sorgen und Nöte erscheinen weit weg und können uns nichts anhaben, weil wir von Frieden begleitet sind. Das ist der Flow-Zustand. Was es mit diesem veränderten Bewusstseinszustand auf sich hat, beleuchten Max und Sebastian. Die Sinne scheinen geschärft. Oft wird von einer intensivierten Wahrnehmung berichtet. Der Fokus ist gesteigert und wir nehmen mehr Informationen auf. Das Flow-Erleben ist ein beglückender Zustand. Wir fühlen uns wohl und oft sogar euphorisch. Für viele ist es ein ekstatischer Zustand, der oft auch durch tiefe innere Ruhe begleitet wird. Aktivität und Aufmerksamkeit verschmelzen regelrecht. Nicht das Endergebnis, die Handlung selbst ist Lohn der Mühe. Flow-Zustände lassen sich bei fast jeder Tätigkeit erleben. This is what it is, okay? I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Viele große Künstler beschreiben ihre kreativen Prozesse als eine Art Flow, ein Rausch aus Ideen und Schaffensdrang. Aus dem Flow entstanden große Meisterwerke der Musik und anderer Künste. Die Musik spielt dabei eine ganz besondere Rolle, denn nicht nur das Musizieren an sich geschieht oft im Flow, auch Musik zu hören kann den Flow beflügeln, so wie auch Tanzen. Der Flow-Zustand hat auch Parallelen zu anderen Bewusstseinszuständen wie Ekstase oder Trance. Heutzutage wird das Flow-Erleben zum Beispiel auch in Computerspielen bewusst hervorgerufen und ist wichtiger Teil vieler Spielerfahrungen. Eines der frühesten Beispiele dafür ist das Spiel Tetris. Einige von euch kennen sicher, wie man bei diesem Spiel in die Erfahrung gezogen werden kann. Aber woher kommt eigentlich der Begriff Flow? Der ungarische Psychologe Csikszentmihalyi entwickelte aus der Beobachtung verschiedener Lebensbereiche, unter anderem von Chirurgen und Extremsportlern, die Flow-Theorie. Flow bedeutet fließen und bezeichnet in der Psychologie einen mentalen Zustand, bei dem man voll und ganz in einer Tätigkeit aufgeht. Man vergisst alles um sich herum und ist zu 100% auf die Aufgabe fokussiert, im Hier und Jetzt. Vergangenheit und Zukunft spielen keine Rolle. Dem Flow-Phänomen ähnelnde Zustände wurden auch schon in den Traditionen verschiedener antiker Kulturen beschrieben. Askese, Meditations- oder Yoga-Praktiken führen zum Beispiel auch zu Flow-Erfahrungen. Das Phänomen ist auch aus der Spielwissenschaft bekannt, noch bevor der Flow-Begriff entstand. Der Spieltheoretiker Hans Scheuerl erwähnt zum Beispiel als Kriterien für das Wesen des Spiels das völlige Aufgehen in der momentanen Tätigkeit oder das Verweilen in einem Zustand des glücklichen Unendlichkeitsgefühls. Nach dem Glücksforscher Csikszentmihalyi gibt es drei notwendige Voraussetzungen, um dorthin zu gelangen. Wenn Ziele klar sind und Rückmeldungen über Erfolge kommen, eine hohe Konzentration auf ein begrenztes Feld entsteht und ein gutes Verhältnis zwischen Anforderungen und Fähigkeiten besteht. Sind die Anforderungen zu hoch, entsteht Überforderung. Liegen die Anforderungen weit unter den eigenen Fähigkeiten, entsteht wiederum Langeweile und beides verhindert Flow. Um in den Flow zu gelangen, muss man sich eine Aufgabe hingeben. Und da unser Nervensystem nur eine bestimmte Menge an Informationen gleichzeitig verarbeiten kann, rücken bestimmte Aspekte unserer Wahrnehmung, zum Beispiel Sorgen, negative Körperempfindungen, in den Hintergrund. Wir vergessen alles um uns herum, abgesehen von der einen Tätigkeit. Wir haben die volle Kontrolle über alle Abläufe und die Tätigkeiten sind weitestgehend mühelos. Der Flow-Zustand wird inzwischen in verschiedenen Forschungsfeldern betrachtet und kann durch psychologische Fragebögen gemessen werden. Dabei zeigten die Untersuchungen, dass Menschen in einem Flow-Zustand bessere Leistungen erzielen. Bei Untersuchungen mit professionellen Pianisten kam heraus, dass sich Herzrate und Blutdruck im Flow-Zustand verringern und die Gesichtsmuskulatur entspannt. Das sind Hinweise darauf, dass der Flow-Zustand zu Entspannung und Wohlbefinden führt und trotzdem Höchstleistungen hervorbringt. Flow-Zustände können persönliches Wachstum und Lernen fördern. Deshalb wird das Phänomen in der Arbeitswelt, Pädagogik und der Gestaltung von Computersystemen einbezogen. Den Flow-Zustand erlebt jeder anders und auf eigene Weise. Wie sich dieses Erleben anfühlen kann und was Flow eigentlich ist, haben wir unsere Community gefragt. Mein Name ist Barbara Braun. Ich bin Sportpsychologin und beschäftige mich momentan als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin
an der Universität mit Wahrnehmungs- und Sinnespsychologie. Nicht nur als Sportpsychologin, wenn ich mit AthletInnen arbeite, habe ich viel mit Flow-Zuständen zu tun, sondern auch selbst. Was bedeutet Flow für mich? Flow-Zustand ist im Endeffekt, da läuft es halt, ne? Das fließt. Wie ich mich da fühle, ich bin im Moment, ne? Also das ist ein Hier und Jetzt und da überlege ich nicht, wie ich mich gerade fühle. Also wenn ich diese Frage beantworten könnte, wäre ich nicht im Flow. In welchen Tätigkeiten komme ich besonders gut in den Flow? Das sind zyklische Tätigkeiten oder eben sowas wie Lesen, Zeichnen, wo die Konzentration sehr schmal gestellt ist, sehr fokussiert ist. Langstreckenlauf, das ist ein Bein vors nächste setzen. Das läuft automatisch, das können wir alle. Thema Tanzen, das finde ich mega spannend, weil da kommt Musik mit ins Spiel. Und ich finde, Musik ist sehr mächtig, was Flow-Zustände betrifft. Ich kann auch prima in den Flow geraten, wenn ich einfach nur in meinem Zimmer liege und Kopfhörer aufhabe und bestimmte Musik höre. Und da sind wir dann schon bei der Frage, was bringt dich aus dem Flow? Unterbrechung, ganz klar, ne? Also zum Beispiel, wenn die DJin oder der DJ Übergänge nicht ordentlich hinkriegt. Das heißt nicht, dass man nicht fix wieder in den Flow kommen kann. Das ist gerade in der Sportpsychologie. Also ich arbeite auch mit jungen Athleten, Athletinnen. Und klar, ich selber weiß es auch als ehemalige Athletin, dass es einfach eine mentale Geschichte ist, zack, da wieder ganz schnell reinzukommen. Und das kann man üben. Gerade auch was Sport angeht oder Musik oder so, da muss man kein Profi sein. Also das können auch Laien so. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, nochmal herauszustellen, dass das einfach nichts ist, für das man irgendwas Besonderes leisten muss, sondern dass das wirklich ein Zustand ist, den jeder Mensch erreichen kann. Der Flow State ist für mich ein Grund zu leben, ein wichtiger Teil meiner Existenz. An jedem Tag sorge ich dafür, möglichst oft und lange im Flow zu sein, mit Jonglage, Yoga und Meditation, besonders beim Jonglieren, also den Flow Arts, wo geistige und körperliche Koordination spielerisch harmonieren, erlebe ich das pure Sein im Moment. Gedanken, Emotionen und Wertungen sind dann bedeutungslos und dort, in der Zone, bin ich einfach da. Diese Zeit ohne Sorgen, Ängste und Stress ist wie Urlaub. Danach fühle ich mich erholt, wertvoll und habe Energie, um die Dinge besser zu tun. Ich bin auch sicher, viele Probleme lassen sich lösen, wenn mehr Menschen öfter im Flow sind. Und jeder, der seinen Flow gefunden hat und auslebt, hat wahrhaftig großes Glück gefunden. Das waren Eindrücke aus der Community. Den Flow hat fast jeder auf die eine oder andere Weise schon mal erlebt. Vielleicht fühlt ihr euch jetzt auch mal angeregt, mal nachzuspüren, wann ihr so im Flow seid und wie ihr das fördern könnt. Musik ist das hier von Six Drummers. Die schwedischen Perkussionisten haben eine ganze Wohnung zum Proberaum umfunktioniert und sind auf jeden Fall im Flow. Ihr hört nun Six Drummers mit Living Room. $34,990 kronor, $125 stycket eller £264. Blir priset för de gula aktier som börsen kort kommer att bjuda ut till försäljningsmarknaden. För att svara med 50 mot belopp, storlek A 254, B 12465 och slutligen C 23. Oder
Trance. Ist das nur eine Musikrichtung, bei der die bunten Goa-Heads zu monotonen Beats und bunten Lichtern herumhüpfen? Oder liegt in uns allen ein Stück Faszination für Musik, Rhythmus und Tanz? Unsere Redakteurin Caroline hat sich näher mit dem Trance-Zustand beschäftigt und dazu mit dem Leipziger Trommellehrer Ingo Gutmann gesprochen. Uns Menschen fasziniert die Musik schon seit Urzeiten. Höhlenmalereien von tanzenden, tiermenschlichen Wesen lassen eine Tanzpraktik bereits bei unseren Vorfahren vermuten. Der Psychologe Daniel Levitin und sein Team von der McGill-Universität in Montreal konnte 2017 den Wirkmechanismus von Musik im Gehirn aufschlüsseln. Die Forscher fanden heraus, dass von musikalischen Reizen die gleichen Rezeptoren angesprochen werden, wie bei den Belohnungswegen für Nahrung, Drogen oder Orgasmen, nämlich die für endogene Mu-Opioide. Die Evolution hat uns demnach Glücksrezeptoren für Musik in den Kopf gebaut. Um mehr über besondere, musikalisch induzierte Bewusstseinszustände zu erfahren, habe ich mich mit Ingo Gutmann getroffen, der die Trommelschule Leipzig leitet. Er erzählt, was beim Trommeln alles passiert. Ungefähr 205 bis 220 Beats pro Minute trommeln. Also so. Und weil das versetzt das Gehirn automatisch in diesen langsameren, da kriegt man schon mal viel mehr mit, also tiefe Entspannung. Und beim Trommeln natürlich ist die Trance ganz, 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 ganz nah. Die Wiederholung, die vor allen Dingen bei den permanenten Rhythmen, das geht dann so schnell, dass man da, dass es so langsamer wird. Die Trance ist ein veränderter Bewusstseinszustand, bei dem Außenreize nicht mehr oder nur noch eingeschränkt wahrgenommen werden. Wir funktionieren, ohne nachzudenken und umschiffen eine Instanz im Kopf. Unsere Sinneswahrnehmung und die Ich-Bewusstheit sind ausgeknipst. Das kennen wir vielleicht von drogeninduziertem Rausch. Auch hier ist das Abschalten bestimmter Schranken im Kopf ein wesentlicher Wirkungsbestandteil. Statt Drogen eignet sich dafür auch das Trommeln. Und ich merke das zum Beispiel daran, dass ich meinen Bewusstseinszustand ändere, weil ich dann putzigerweise das Gefühl habe, also meine Hände werden dann ganz klein und dann sehe ich mich und fühle mich so trommeln und im selben Moment werden meine Hände aber riesengroß. Also das wechselt immer so ab. Ich kriege ein Gefühl von Leichtigkeit. Ich fühle dann so eine innere Berührung und eine tiefere Art von Liebe. Ja, es ist schwer in Worte zu fassen. Es ist etwas Unaussprechliches. Deswegen mache ich ja auch Musik, weil die Musik für mich zumindest mehr ausdrücken kann als meine Worte, die so. Ich kann es beschreiben. Aber die Musik ist. Die macht mehr. Bietet mehr Möglichkeiten. Die nächste Assoziation dazu sind wild tanzende Schamanen und Derwische. Wenn Menschen durch Mantrengesänge und Trommelklänge wie entrückt sind, ihre Umwelt nicht mehr wahrnehmen und sich dabei sogar selbst von außen betrachten können. Doch für eine leichte Trance müssen wir gar nicht so tief tauchen. Schon beim Lesen erleben wir Trance, wenn der Roman so fesselt, dass wir unsere Umwelt völlig ausblenden. Oder im Kino sitzend, gebannt von den Bildern, hat man den Saal um sich völlig vergessen. Beim Trommeln kann die Trance schon mal intensiver werden. Es gibt so Momente in der Gruppe, dann spielen alle so einen Rhythmus, ja? Und dann fange ich aber an, so konträr zu spielen. Und es passt zusammen, aber es passt nicht alle vier oder acht Mal zusammen. Und das ist enorm tranzig. Und das ist meinetwegen ein Basisrhythmus. So, nehmen wir mal einen Vierer so. So ein einfach. Und wenn ich dann anfange, darüber aber so. So ein Zeug trommel, so drüber. Dann gibt es so Zwischenräume plötzlich an. Und dann schwimmt das so auf, ja, und öffnet sich dann. Das ist ein sehr. Das bevorzuge ich wiederum sehr. Aber es braucht. Es braucht, dass man loslassen kann. Das ist das Vorstellbare, muss man loslassen, auch ich. Um eine tiefere Trance auszulösen, eignet sich die mehrfache Wiederholung von Reizen. Repetitive sprachliche Reize, rhythmische Sinnesreize oder auch Bewegungen können dorthin führen. Zum Beispiel Gesänge, Mantren, Lichtblitze, auch in Kombination, oder eben die Trommelei. Diese Wiederholungen beeinflussen die Gehirnwellen.
Der Theorie der sogenannten Frequenzfolgereaktion nach folgt das menschliche Gehirn akustischen und optischen Reizen, die länger anhalten, und beginnt dabei, in der gleichen Frequenz zu schwingen. Das EEG spuckt dann Alpha-, Delta- und Theta-Wellen aus. Die höherfrequenten Beta- und Gamma-Wellen, die bei Bewusstheit und Alarmbereitschaft auftreten, sind dagegen ausgeschaltet. Also du kannst wirklich alles erleben. Es kommt darauf an, welchen Film du einlegst, welchen Knopf du drückst. Und den musst du halt auch wirklich drücken. Es passiert nicht automatisch. Was automatisch passiert, dass das Gehirn in einen anderen Zustand wechselt, wenn man bei diesen... Das tut es bei jedem Menschen automatisch. Aber was dann dort passiert, da passiert nichts automatisch. Wenn du nicht weißt, was du sehen sollst, was willst du denn da sehen? Auch bei der Hypnose wird durch induzierte Trance die Außenwelt ausgeblendet, um mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren. Die Fokussierung auf wenige Bilder kann schneller wirken als Psychotherapie. Dabei werden im Unterbewusstsein festgefahrene Muster umgebaut, während das Ego und der kritische Geist ausgeschaltet sind. Mithilfe erzählender Bilder, die im Vorgespräch festgelegt werden, nutzt man die erhöhte Lernfähigkeit während der Trance. Damit ist zum Beispiel die Behandlung von Schlafstörungen, Depressionen oder chronischen Schmerzen möglich. Die Trance ist also ein Grenzzustand zwischen dem Bewussten und Unbewussten. Die analytisch bewertende kognitive Leistung des Gehirns wird währenddessen heruntergefahren. Und wenn wir loslassen, haben wir Zugang zu unserem Unterbewusstsein. Na, habt ihr Lust aufs Trommeln bekommen? Wer jetzt Lust bekommen hat auf eine Trommelreise zu inneren Räumen, probiert am besten den nächsten Trance-Trommel-Workshop im Frühjahr mit Ingo aus. Info dazu gibt es auf seiner Webseite www.trommel-kurse.de. Psychedelic News – psychedelische Nachrichten. Legalisierung von Cannabis. Nach der Regierungsbildung von SPD, FDP und den Grünen wurde im Koalitionsvertrag die Legalisierung von Cannabis festgehalten. Der Vertrag formuliert an dieser Stelle: Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet. Das Gesetz evaluieren wir nach 4 Jahren auf gesellschaftliche Auswirkungen. Modelle zum Drug-Checking und Maßnahmen der Schadensminderung ermöglichen und bauen wir aus. Nun bleibt abzuwarten, wie die im Koalitionsvertrag festgehaltenen Inhalte gesetzlich umgesetzt werden. So sind aktuell noch viele Fragen bezüglich der Abgabeorte, der Bezugsquellen und der Herstellung von Cannabis offen. Neuer Drogenbeauftragter der Bundesregierung. Der Paderborner SPD-Politiker Burkhard Blienert ist zum neuen Drogenbeauftragten der Bundesregierung berufen worden. Er gilt seit langem als Vorkämpfer für die Legalisierung von Cannabis und plädiert auch dafür, im großen Stil Cannabis in Deutschland anzubauen. Kernthema und auch Vorhaben Blienerts ist ein echter Paradigmenwechsel in der Drogen- und Suchtpolitik. Kanada. Psychedelika und MDMA medizinisch zugelassen. In Kanada sind Psychedelika und MDMA für die medizinische Nutzung zugelassen worden. Bislang waren die entsprechenden Substanzen ausschließlich in der Palliativmedizin und bei Nachweis einer Ausnahmegenehmigung des kanadischen Gesundheitsministers erlaubt gewesen. Hierzu hatte die kanadische Gesundheitsbehörde Health Canada eine 60-tägige Befragung an die Fachleute und Organisationen des Gesundheitswesens, Forscher und Akademiker, lizenzierte Händler sowie an die breite Öffentlichkeit gerichtet. Im Ergebnis war fast einstimmig ein starkes öffentliches Interesse an der Verwendung von psychedelischen Drogen zu therapeutischen Zwecken festzustellen. Bald Drug-Checking in Berlin. Der Berliner Senat gab jüngst bekannt, dass schon bald ein kostenloses Drug-Checking in der Hauptstadt eingerichtet wird. Die Analyse der eingereichten Substanzen wird vom Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin durchgeführt und verantwortet. Eigentlich sollte der Projektstart bereits 2018 stattfinden. Die Eröffnung einer entsprechenden Stelle wurde dann aber, auch durch Corona, länger verschoben. Another day for the sunshine, another day in the clouds. Yesterday hit the fork in the road and that road only leads me home. Try my best to keep my feet.
Religionen und spirituelle Weltanschauungen teilen den Glauben an einen Gegenstandsbereich, der jenseits der objektiven, beweisbaren Wirklichkeit und der Wissenschaftstheorie liegt und auch an bestimmte transzendente Kräfte, was man aus Religionen meist als das Göttliche kennt. In der Spiritualität kann das Göttliche in Form verschiedener Wesenheiten auftreten oder als ein Urprinzip oder Urgesetz, wie zum Beispiel das Karma. Welche Rolle spielen veränderte Bewusstseinszustände in Religion und Spiritualität? Und was hat es eigentlich mit Mystik, Gotteserfahrung und Erleuchtung auf sich? Antworten darauf gibt unsere Redakteurin Agnes. Mystik, Begriff und Tradition. Das Wort Mystik trägt das Geheimnisvolle schon in sich. Abgeleitet vom griechischen Myein bedeutet es so viel wie Augen, Ohren und Mund schließen. Es bedeutet, in sich hineinzuhorchen und zu erforschen, was da ist. Die mystische Erfahrung liegt hinter dem Sichtbaren, hinter dem mit den Sinnesorganen Wahrnehmbaren und jenseits des sprachlich Vermittelbaren. Es gibt viele verschiedene Formen und Ebenen der Mystik. Im weitesten Sinne ist das mystische Erleben ein Bewusstseinszustand, in dem das konventionelle Schema von Raum, Zeit, Materie und Selbst einschließlich der Subjekt-Objekt-Trennung überschritten wird. Der Mystiker fühlt sich nicht als separates Selbst in einer von sich getrennten Außenwelt, er erlebt sich als Teil eines größeren Zusammenhangs, einer Einheit. Auch zu Fragen über die Welt oder das Sein kann man jenseits des Denkens und logischen Erfassens in der Mystik eine andere Zugangsweise finden. Der Tod zum Beispiel lässt sich nicht denken, aber durch das Eintauchen in andere Erfahrungswelten irgendwie verstehen oder begreifen. Fragen nach dem eigenen Selbst, nach dem Sinn des Seins, dem Wesen der Dinge, innerer Zusammenhänge oder der Veränderungen durch die Zeit lassen sich mystisch erforschen. Mystik und Religion. Mystik ist keine Religion. Sie ist kein theoretisches Konzept. Statt um bestimmte Lehren oder Überzeugungen geht es um die eigene direkte Erfahrung. Dennoch gibt es in fast allen Kulturen, innerhalb der Religionen, in schamanischen Traditionen und spirituellen Lehren diverse Übungen und Rituale, um das Mystische erlebbar zu machen. Die älteste Form aller spirituellen Traditionen ist der Schamanismus. Ohne heilige Schriften oder kirchliche Hierarchien begannen unsere Vorfahren auf allen Kontinenten eine Erforschung des Bewusstseins. Dafür werden bis heute in schamanischen Traditionen Praktiken wie Trommeln, rhythmische Gesänge, Tänze und verschiedene körperliche Grenzerfahrungen eingesetzt. Auch psychedelische Pflanzen und Pilze wurden und werden genutzt, um in Kontakt mit einer Wirklichkeit jenseits der normalen Alltagswahrnehmung zu treten. Religionen haben ihren Ursprung in der Mystik und in der spirituellen Erfahrung. Allerdings traten diese im Laufe der Geschichte in vielen Fällen in ihrer Bedeutung hinter bestimmte Lehren, Dogmen und Hierarchien zurück.
Trotzdem gab und gibt es auch innerhalb der großen Religionen mystische Strömungen, die die kirchliche Lehre mit mystischer Erfahrung und Praktiken vereinen. Innerhalb der theistischen Religionen, wie dem Christentum, Judentum, Islam oder Hinduismus, ist das Ziel spiritueller Praktiken oft das Bewusstsein von Gottes unmittelbarer Gegenwart. Eine Begegnung mit Gott, der als innerstes Innen, als Feuer, als Licht oder als tiefe Liebe direkt erfahren werden kann. Die christliche Mystik spricht da von der Unio Mystica, die mystische Vereinigung mit Gott. Und zwar nicht erst nach dem Tod, sondern im Hier und Jetzt. In nicht-theistischer Mystik, wie im Buddhismus oder Daoismus, geht es hingegen nicht um die Erfahrung eines göttlichen Wesens, sondern darum, die nicht-duale, wahre Natur des Geistes und des eigenen Wesens zu erkennen. Der Weg verläuft dabei über das aktive Wahrnehmen des gegenwärtigen Augenblicks. Das bloße Sein, ohne etwas erreichen zu wollen. Angestrebt wird ein Zustand des reinen Bewusstseins, das ohne zu bewerten beobachtet, wie sich das Leben entfaltet. Das eigene Handeln folgt dann dem Fluss der ständigen Veränderung, ohne Widerstand gegen das, was ist oder geschieht. Erleuchtung bedeutet in dem Sinne die Befreiung aus der Identifikation mit dem eigenen vergänglichen Körper und einer vergänglichen, individuellen und abgetrennten Persönlichkeit. Durch die Befreiung aus der Identifikation mit den eigenen Empfindungen, wie Freude oder Schmerzen, beendet der Erwachte sein Leiden. Nicht durch Flucht oder Zurückweisung der Welt, sondern durch ihre vollständige Annahme. Spirituelle Praktiken. Obwohl die Wege der Mystiker nicht gleich sind, gibt es viele Überschneidungen der Praktiken. In vielen Traditionen gibt es verschiedene Arten der Meditation oder Einkehr in Stille. Oft gibt es Gesänge, Rezitationen oder Mantras. Auch körperliche Übungen wie Raja-Yoga oder Tai-Chi oder Techniken der körperlichen Grenzerfahrung wie Askese, Fasten, Geißelungen oder Trance-Tanz finden sich immer wieder. Dabei kann es teils zu erstaunlichen, spektakulären oder ekstatischen Empfindungen oder Visionen kommen. Jenseits derer entdecken Mystiker verschiedenster Traditionen jedoch etwas, das einfacher und substanzieller ist. Eine allumfassende Liebe und Einheit. Ein Einswerden mit einem Licht. Dieses Licht kann man Gott, Buddha-Natur, Dao, Brahman, Allah, großes Mysterium oder anders nennen. Ein Beitrag über veränderte Bewusstseinszustände in Religion und Mystik von unserer Redakteurin Agnes. Hier geht's weiter mit Musik, und zwar von Lonka C. mit ihrem Song One Eye Sees Red. Die polnischen Musikerinnen, die erkunden mit ihrem Sound die Grenzen zwischen Stoner und Noise, untermalt mit sphärischem Gesang, der fast kirchlich chorale Heiligkeit annimmt. One.
ist eine essentielle Bedingung für menschliches Leben. Es beginnt und endet mit dem ersten und letzten Atemzug. Durch den Mechanismus der Atmung verlässt das Stoffwechselprodukt CO2 unseren Körper und unser Blut wird mit dem für unser Überleben notwendigen Sauerstoff versorgt. Davon, wie bestimmte Atemtechniken sich dieses Prinzip zunutze machen und wie dadurch das Bewusstsein verändert werden kann, erzählen wir euch heute in diesem Beitrag von unserer Redakteurin Nini. Der menschliche Atem. Als Neugeborene machen wir zwischen 40 und 50 Atemzügen pro Minute. Bis wir erwachsen sind, atmen wir im Ruhezustand nur noch im Schnitt 11 bis 15 Mal pro Minute. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu atmen. Die meisten Menschen atmen flach und kurz in die Brust, Babys atmen tief in den Bauch und bei der Vollatmung wird die Luft erst in den Bauch, dann in die Brust und eventuell noch in den Kopf gezogen. Gemeinsam ist allen drei Atemwegen die Pause zwischen Aus- und Einatmen und die Tatsache, dass wir grundsätzlich atmen ohne zu denken. Es passiert automatisch. Stan, Wim und der Atem. Trotz unseres Wissens um die biologischen Fakten ist der Atem vielleicht das tiefste Geheimnis in unserem Leben. Zwei Menschen, die sich auf die Reise der Entschlüsselung dieses Geheimnisses gemacht haben, teilen seit langer Zeit ihre Erkenntnisse mit der Welt. Das holotrope Atmen. Einer der beiden ist der Tscheche Stanislav Grof, Pionier der Psychonautik und Mitbegründer der transpersonalen Psychologie. Vor dem 1966 eingeläuteten War on Drugs und dem damit einhergehenden Verbot von psychedelischen Substanzen forschte Stanislav als Psychotherapeut und Psychiater an der Wirkung von LSD auf seine Patienten und sich selbst. Nachdem die LSD-Therapie in vielen Ländern nicht mehr zugelassen war, entwickelte Stanislav zusammen mit seiner zweiten Frau Christina in den 70er und 80er Jahren quasi als Ersatz für psychedelische Substanzen das holotrope Atmen. Unter holotrop versteht Stan einen Zustand der Ganzheit des Bewusstseins. Holotrope Atemreisen sind eine von Therapeuten begleitete Methode der Selbsterforschung und finden in festen Settings unter Einsatz von Musik und Körperarbeit statt. Die angewandte Atemtechnik ist eine gewollte Hyperventilation, also eine bewusste, beschleunigte Atmung ohne Pause zwischen den Atemzügen, und zwar über einen längeren Zeitraum von circa 1,5 bis 3 Stunden hinweg. Dadurch kann ein holotroper Bewusstseinszustand erreicht werden, indem der Patient Zugang zu sonst verborgenen Regionen seines Bewusstseins erhält. Holotropes Atmen sollte nur in Begleitung einer entsprechend ausgebildeten Person stattfinden. Denn während dieser Atemreisen können innere Türen geöffnet werden, die vorher, manchmal auch aus gutem Grund, verborgen waren. Die heilende Kraft des Atmens hat Stanislav Grof so in eine Methode der Psychotherapie umgesetzt, die das Bewusstsein verändert. Wim Hof. Was für weitere Kräfte das bewusste Atmen in uns freisetzen kann, vermittelt seit vielen Jahren der niederländische Extremsportler Wim Hof, The Iceman. 1995 hatte sich seine erste Frau das Leben genommen. Um die Traurigkeit über den Verlust zu verarbeiten, fand Wim schließlich eine Methode, extreme Kälte über längere Zeit auszuhalten, bekannt als die sogenannte Wim Hof-Methode. Es handelt sich um eine spezielle Atemtechnik, die auf der tibetischen Meditationspraxis Tomo basiert. Die Wim Hof-Methode soll den Körper basisch machen, holt ihn raus aus der Übersäuerung und dem Stress und stärkt das Immunsystem. Die Wim Hof-Methode ist schnell erklärt und kann allein oder zusammen durchgeführt werden. Essentielle Voraussetzung ist eine entspannte Haltung und sichere Umgebung. Am besten sitzend oder liegend, auf dem Bett oder der Couch. Dann folgen 30 bis 40 Atemzüge in der Vollatmung, ohne Pausen zwischen Ein- und Ausatmen. Wobei das Aus kürzer ist als das Einatmen. Wim nennt dieses Prinzip Wellenatmung. So wird das Blut mit viel Sauerstoff angereichert. Nach dem Ausatmen des letzten Atemzuges wird die Luft so lange angehalten wie möglich. Es folgt ein Recovery Breath, der für 15 Sekunden in der Lunge gehalten wird. Danach wiederholt sich die ganze Prozedur noch 2 oder 3 Mal. Die meisten Menschen atmen normalerweise flach und kurz in die Brust. Daher können die Effekte sehr intensiv sein, da Gehirn und Körper auf einmal so viel mehr Sauerstoff erhalten als gewohnt. Kribbelnde Hände, Füße, Arme, Beine, ein Anstieg der Körpertemperatur, erhöhter Pulsschlag, Leichtköpfigkeit, bis hin zu Schwindel und auch Bewusstlosigkeit. Deshalb ist es wichtig, die Atemtechnik auch so anzuwenden, wie Wim es empfiehlt. Lass deinen Körper tun, was dein Körper tun will. Lass deinen Körper tun,
wozu er fähig ist. Auch wenn die Effekte ungewohnt sind, unsere Körper sind dafür gemacht. Nach der letzten Atemrunde ist der Körper dann erfüllt, mit genug Sauerstoff und vor allem Entspannung. Wims Atemtechnik holt das Bewusstsein ins Hier. Seine Botschaft: In with the peace, out with the stress. Frieden einatmen, Stress ausatmen. Atem und Bewusstsein. Durch die von Stanislav Grof und Wim Hof vermittelten Methoden haben wir zwei Schlüssel zum Geheimnis des Lebens, dem Atem, erhalten und damit auch zu unserem Bewusstsein. Neben den Unterschieden und Gemeinsamkeiten in der Herangehensweise und in den Techniken haben beide Wege etwas essentiell gemein. Stan und Wim geben uns durch ihre Methoden die Möglichkeit, uns selbst, Körper und Psyche, anders, ja, vielleicht auch neu wahrzunehmen. Sie erschaffen Bewusstheit in Bereichen, die wir im Alltag nicht bis kaum bewusst betreten. Und genau das ist es, worum es bei unserem Thema geht. Eine Veränderung des Bewusstseins. Atmen findet sonst jenseits unserer Wahrnehmung statt und ist doch das, was unser ganzes Leben und damit auch das menschliche Bewusstsein überhaupt erst ermöglicht. Stanislavs Atemreise und Wims Methode ermöglichen es uns, unsere ganz eigenen Facetten des Menschseins noch bewusster zu erleben. Dazu passend hört ihr nun den Song von Cement, Atem. Thank you.
Zement ist das hier mit dem Song Atem. Und einen langen Atem hattet auch ihr, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Das war der erste Teil unserer Sendung zum Thema natürliche Bewusstseinsveränderungen. Psychoaktiv. Rauschkultur und Bewusstseinswandel. Eine Sendung des Psychedelic Salon Leipzig. Wir hoffen, ihr hattet wieder eine bewusstseinsverändernde, informative und unterhaltsame Zeit mit uns. Schaltet auch wieder für den zweiten Teil ein. Der läuft dann am 3. März ab 21 Uhr bei Radio Blau. Wie immer wollen wir an dieser Stelle auf ein paar Dinge hinweisen. Wenn ihr Beiträge oder die komplette Sendung nochmal nachhören wollt, könnt ihr das auf unserer Homepage machen, und zwar unter psychedelic.salon. Hier findet ihr spannende Inhalte zu allem rund um Psychedelika. Ihr könnt euch hier auch für unseren monatlichen Newsletter eintragen oder auch unserem Telegram-Kanal beitreten. Für alle, die gerade erst eingeschaltet oder gar die ganze Sendung verpasst haben, unsere Radiosendungen gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal zum Nachhören. Wir freuen uns über ein paar Likes, Kanalabos und euer Feedback als Kommentar unter der Sendung. Ein fettes Dankeschön geht raus an die Redakteure dieser Sendung: Agnes, Alexander, Johannes, Caroline, Max, Nini und Sebastian. Wenn auch ihr jetzt Lust bekommen habt, mal bei der Radio AG des Psychedelic Salon Leipzig vorbeizuschauen, dann schreibt uns einfach eine E-Mail unter psychedelicsalon@gmail.com. Wir verabschieden uns mit dem Leipziger Handpen-Künstler Psydelicate und seinem Song Pandem. Macht's gut und bis bald.